Hallo, meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei The Green Hell. Warum lerne ich den jetzt? Ich habe einen Gedankenblitz gehabt, oder wie nennt man das? Eine Epiphanie? Mal wieder, hin und wieder habe ich das auch mal, meistens so zweimal im Jahr, gegen Ende. Mir kam so der vermaledeite Gedanke, warum fangen wir eigentlich nichts? Nicht nur, weil ich doof bin, sondern weil wir offensichtlich die ganze Zeit den falschen Köder am Start haben. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was können wir für einen Köder, warum ist der, egal. Was könnten wir denn für Köder nehmen? Bis jetzt haben wir es ja die ganze Zeit in diesen blöden Pilzen versucht, aber können wir dem Maden gehen? Nicht, aber es gibt ja noch was anderes. Wie gesagt, das hier haben wir ja jetzt zuhauf versucht und es hat nicht geklappt. Männchen mal. Eck oder wie? Ich muss diesen Haken hier reinmachen. Ich habe keine Ahnung, wir haben anscheinend einen der Haken verloren. Können wir Maden daran machen? Wir können Maden daran machen. Warum? Nimmt er das jetzt? Ich bin da gerade eben immer noch geistig ein bisschen verwirrt, was das Thema angeht. Warum Pilze? Weil ich habe die ganze Zeit die Pilze probiert, weil jemand mir halt gesagt hat, quasi, du musst das mit Pilzen machen. Aber da kam mir der Gedanke ganz ernst. Normalerweise hängst du doch Fische auch eher so ganz klassisch mit Würmern. Was kommt Würmern in diesem Spiel am nächsten? Maden und Larven. Also werden wir es jetzt mal damit versuchen. Ich meine, wir hatten das letzte Mal Spaß. Ihr vielleicht wahrscheinlich, als ihr mich beobachtet habt, wie ich hier verzweifelt war. Aber jetzt warten wir einfach mal ab, was sich jetzt hier tut. Ob sich hier was tut. Mit Maden. Oder ob vielleicht mit einer Larve nachher was. Das ist jetzt... Wow! Scheiße, es hat nicht geklappt. Ich habe ihn nicht gekriegt. Oh, und es ist... Die Maden sind aber noch dran. Okay, die Maden sind noch dran. Er beißt was an. Kommt so wieder her. Er hat noch nicht angebissen. Du musst ihn erstmal anbeißen lassen, habe ich so das... Wir haben die ganze Zeit den falschen Köder gehabt. Aber für was braucht man denn diese Pilze? Ich hatte mir zwischenzeitlich auch mal überlegt, vielleicht muss ich diese blauen Pilze organisieren, wegen der Lumineszenz. Ne, weil viele Fische, viele Tiere werden wie die Motte vom Licht angezogen. Und wenn man dann diesen blauen Fisch eventuell in der Nacht angelnd verwendet, diesen blauen Pilz meine ich, der lumineszierte ja fröhlich. Oder auch dieser eine gelbe da. Aber der gelbe geht nicht. Oder war es der rote? Vielleicht hätte man das auch in der Nacht machen müssen. Aber ich nehme an, ihr wisst, was ich meine. Also man hätte das so machen müssen. War so mein Gedanke. Und da kam der nächste Gedanke. Ja, mit den Maden. Weil Würmer. Die wir im Spiel nicht haben. Also wenn wir Würmer haben, dann haben wir sie nur im Arm. Ihr wisst, was ich meine. Jemand von euch hat korrekterweise geschrieben, dass man damit... Ist da jetzt dran oder was? Die Drecksau hat's gefressen. Moment. Die Drecksau hat... Boah, okay. Ist ja mal mega kacke. Oh, warte mal, da oben lag doch, glaube ich, gammliges Zeug rum. Okay, also ich hätte da gerade eben das fangen können, hab's aber nicht. Was wollte ich gerade eben sagen? Ja, dass man es mit den Blutegeln machen könnte, eventuell. Weil die kommen ja auch wurmähnlich. Ah, absolut richtig. Da wäre ich auch voll dabei. Muss hier doch irgendetwas Vergammeltes geben. Keine vergammelten Bananen oder so? Scheinbar nicht so. Scheinbar nicht so. Also gut, aber wir haben gerade eben gesehen, es geht theoretisch. Die epische Geschichte los. Wie lange braucht es noch? 2 Tage. Greifen wir jetzt hier einfach mal hier den Kaiman da rein.
Wenn noch Fett gebrauchen. Jetzt haben wir drüben in unserer Base noch irgendetwas, was wir rausgeschmissen haben. Ich bin ja zum Glück so schlau und zerstör's nicht immer. So, jetzt nur nicht Hugo und Egon über den Weg laufen. Wir sind ein friedlicher Anglersmann. Auch wenn wir keine Lizenz dazu haben. Drüben lang, ne? Nein, 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 nein. Ah, shit, ey. Also es würde funktionieren. Es würde funktionieren. Muss jetzt halt bloß etwas finden. Ess jetzt einfach mal die Kollegen hier. Weil uns auch Kohlenhydrate fehlen. So, irgendwo wird doch sicherlich so ein alter, schimmliger Baumstamm sein, in dem normalerweise eine Made steckt. Ich möchte mal gucken, ob eine Made auch geht. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz, ganz kurz darauf hinweisen, dass das hier, zumindest von meiner jetzigen Warte aus, das habe ich ja alles noch im alten Jahr vor Weihnachten aufgenommen, dass das hier sozusagen jetzt... Leute, ich hab's erschreckt. Erstmal die letzte Aufnahme noch sein wird, bis der nächste Patch kommt. Also bis der nächste richtige Patch kommt. In der Zwischenzeit werde ich ein anderes Survival-Spiel an. Ihr werdet sehen, welches. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Irgendwie irgendwas. Also ich bin aber mal gespannt, was ihr von dem Survival-Spiel haltet. Es ist auch eins, das ihr höchstwahrscheinlich schon kennt. Mir gegönnt habe. Einfach, weil ich es interessant finde. Denn optisch. Da, Maden. Geil. Genau das, was ich gesucht habe. Ich möchte nur mal erfolgreich geangelt haben. So. Ich weiß nicht, wann ich dann quasi jetzt rechtzeitig klicken muss, aber die kommen schon. Kommen schon, oder? Kein Feuer und Flamme zu sein. Muss wahrscheinlich einfach im richtigen Zeitpunkt klicken, ne? Und der jetzt? Nein. Echt, stehe ich da falsch? Die Made dran? Die Made ist dran, ich meine, die. Dann sieht sie ja. Es ist nur Geduld. Doch tut sich nichts. Ich wünsche, die Fische wären so hungrig wie wir gerade eben hier. Düdüm. Warum geht da keiner ran? Ich verstehe es nicht. Mein Glück mit den Fischen bleibt legendär. Jetzt kommen sie. Wow! Ist klar. Da fängt der Fisch eher mich als ich den Fisch. Ist ja zum Kotzen, ey. Ich hätte jetzt echt gelacht, wenn er mich in den Arm gebissen hätte. Boah! Ich krieg zu viel! Hat der mich ernsthaft gebissen, der Pisser? Ich warf euch da lecker Fresschen rein und sowas. So dankt ihr einem das. Arschlochfisch.
Aber das Problem ist, es sind, glaube ich, ja eigentlich nur Piranhas, ne? Piranhas interessieren sich, glaube ich, dafür nicht. Muss man wissen. Hier ist noch einmal. Oh. Warum denn? Warum klappt's denn nicht? Bis nochmal. Ich drücke immer rechts. Oder hätte ich was anderes klicken müssen? Muss ich links klicken? Mal ist auf jeden Fall schon wieder weg und die hat dran genottelt und es ist weg. Irgendwas mache ich. Weiß nur noch nicht was. Eine Made wäre jetzt echt gut. Einfach mal als Kontrastprogramm. Das nicht irgendwie hier bei solchen Baumstümpfen sein? Da haben wir doch eigentlich normalerweise auch hier. Ah, nee, da ist jetzt keine Made mehr drin. Nee, eine Larve. Jetzt habe ich sie. Eine Larve. Meine Fresse, ich will eine Larve. Oder irgendwas, was ich vergammeln lassen kann, um entsprechend welche zu bekommen. Toll. Irgendwelche Früchte wären jetzt gut, ich einfach vergammeln lassen. Ja, da wäre normalerweise was drin. Toll, ein Vogelnest. Wie nutzlos. Kleiner Stock. Wieder zum Glück nur ein Wasserschwein. Ich wollte mich gerade schon wieder erschrecken. Oh, es ist doch nicht wahr, ey Leute, dass wir das nicht hinkriegen, hier so ein Vieh zu fangen. Jetzt beißen sie immerhin schon. Und trotzdem hilft's nicht. Jetzt schon wieder los. Ja, ich habe mir natürlich hier wieder quasi irgendwelche da eingefangen. Gesagt, die ernten, ne? Das wäre sinnvoll. Genau, euch lasse ich vergammeln. Und ziehe dann da was Entsprechendes raus. Jetzt brauche ich bloß. Egal, was ich tue, ich komme jetzt um diese Kokosnuss. Ja. Trinken. Hackepeter machen. Essen. Muss halt auch mal. Ja, bis jetzt ist Angeln ja eher so eine Nice-to-have-Sache, ne? Niemand ist wirklich dazu verdammt zu angeln. Und es ist viel zu leicht im Vergleich dazu zu jagen. Also, Jagd ist sehr viel lukrativer. Essen und essen. Jo. Eine vielleicht noch, dann sind wir komplett saturiert. Bei der Gelegenheit suche ich halt natürlich auch noch hier nach irgendwelchen Viechern. Larven nach Madenquellen. Ja. Und mehr, was wir vergangen gammeln lassen können. Da muss man sich eigentlich nur ein bisschen hinlegen, ne? So ein Tag oder so, und dann geht das. Kokosnuss rumliegt. Habe ich ja aufgemacht. Kann es sein, also es gab inzwischen, also wir sind jetzt schon in 036 eine Version. Ja, vielleicht haben sie da was gefixt. Ob mir jetzt nicht mehr so viele Kokosnüsse von den Bäumen. Ah, da ist nochmal ein. Ist schon teilweise extrem krass, wie viele hier da runterkommen, ne? Wenn du einmal begriffen hast, wie das Spiel funktioniert, ist es ziemlich leicht. Und wie ich es zu jemandem schon geschrieben habe in einer Diskussion über das
Exploiten von Dummy. Entschuldigung. Ist das Spiel momentan halt leider einfach noch aufgrund der Tatsache, dass man zu leicht speichern kann. Für meinen Geschmack noch zu weit weg von einem echten Survival-Spiel. Aber es ist halt auch noch Early Access. Das ändert sich noch. Gehe ich ganz schwer davon aus. Wie geil. Ach Gott, die kann ich wieder nur zerstören. Wie lange halten die? 15 Stunden. Das ist okay. Dann habe, was ich will. Ein Diskus. Kann ich den eigentlich daran machen? Ja, geil. Ich kann also kleine Fische benutzen, um vielleicht jetzt hier so ein Piranha zu angeln. Ich hoffe es klappt. Es hat wieder nicht geklappt. Vielleicht sollte ich gar nicht klicken. Was? Jetzt hat er mein Fisch und Haken gefressen. Die Sau. Och nö. Hätte vielleicht nicht ziehen sollen. Das ist, glaube ich, auch der Fehler, den ich mache. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung vom Angeln. Ich weiß nicht, wie man angelt. Ich lerne, also wenn das Spiel hier eine Angelsimulation wäre, lerne ich das gerade eben bei Try and Error. Von der Pike auf quasi. Aber wir sehen, was wir gelernt haben, kleine Fische ermöglichen es euch, Piranhas zu angeln. Geht relativ schnell. Ja, servus. Einzige Frage ist bloß, man hätte wahrscheinlich mit diesen Leuchtepilzen nachts angeln müssen. Ne? Das ist das, was ich schätze. Jetzt habe ich gerade bloß keine Leuchtepilze mehr zur Hand. Okay. Hier leuchten ja, glaube ich, nicht im Dunkeln. Irgendwo noch Maden. Also wir sehen auf jeden Fall, der Köder bedingt den Fang. Oder den potenziellen Fang, wenn man weiß, wie man die Viecher dann reinholt. Ich finde es bloß verwirrend, dass da halt dran steht, Rechtsklick anbeißen lassen. Also der Button, ne? Also dass es halt bleibt, irritiert mich. Nichts Madiges. Sind schon wieder gleich bei 20 Minuten, Leute. Nervt mich. Nervt mich wirklich. Ich will's jetzt wissen. Ohne Witz. Will's jetzt wissen. Muss doch gehen. Wie gesagt, das ist ohnehin die letzte Folge. Wir haben jetzt schon viel gelernt, aber ich hätte gerne diesen einen Erfolg. Vielleicht cutte ich die Folge dann entsprechend zusammen oder so, ich weiß. Aber es muss gehen. Hauen wir uns jetzt erstmal nochmal ganz, ganz kurz mal hin. Und lassen den Scheiß jetzt hier vergammeln. Apropos Scheiß vergammeln lassen. Sammeln. Keine Ahnung, wie lange dieses Ara-Fleisch dann quasi braucht. Das gucken wir uns gleich oben an. So, da sind wir. 19 Stunden. So oder so. Nein, ich will nicht speichern. Ich will schlafen. Klingt vielleicht doof, aber ich will schlafen. Einfach um Zeit totzuschlagen. Völlig sinnlos Zeit verschwenden. Toll. Das hier braucht noch 11 Stunden, das noch 5. Habe ich noch mal ein paar Proteine mir gegönnt. Wisst ihr was? Wir machen das einfach jetzt nochmal. Pennen jetzt einfach bis zum Morgen durch. Dann ist es alles vergammelt, dann haben wir genügend Zeug zum Angeln.
ist das schön. Eine Made. Sehr geil. Und sie gehen ran. Auch geil. Darf ich es nur nicht versehentlich essen, ey? Sonst habe ich mir gleich wieder Teufelsküche irgendwie in die Backe gelacht. Sammeln. Und sammeln. Wie lange brauchst du noch? 3 Stunden. Lächerlich. Im Zweifelsfall muss ich mir halt irgendwo noch einen Knochen organisieren, aber das dürfte kein Problem sein. Dann jagen wir halt was. Jagen, um zu angeln. Als wir uns wieder den Angel... Also ich werde jetzt mal nicht ziehen. Ich werde es einfach mal nicht tun. Ich werde jetzt die Angel einfach mal arbeiten. Ich habe gehört, dass man normalerweise Tiere sich ermüden lassen soll. Vielleicht klappt das ja. So, drin ist es. Noch kommt nicht. Bin hier aber auch an der falschen Stelle. Irgendwo angeln, wo auch Fische sind. Das sind nämlich keine. Warum sehe ich jetzt hier keine Fische? Haben die alle? Ich weiß, dass auch Fische schlafen, aber eigentlich sollte ich sie irgendwie sehen. Da ist einer. Also gut, wir sehen da unten, also da unten, da ist die Made, da kommt jetzt was und echt jetzt? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe jetzt mal nichts gemacht. Der nächste. Ja! Es hat geklappt! Na, endlich! Also, es ist wirklich ein Reaktionsspiel. Wir sammeln den mal. Boah! Endlich! Es ist ein Reaktionsspiel. Warte mal. Jetzt haben wir Angeln plus 1 bekommen. Ich noch mal hin. Muss einer kommen. Und wir ziehen tatsächlich diesen Fisch schon aus dem Wasser. Ah, da war ich jetzt wieder zu langsam. Du musst... Ganz früh am Anfang das. Also zieh. Ganz früh am Anfang. Nur so hast du eine Chance. Im Moment, wo er zubeißt. Ganz genau den Köder beobachten. Ja! Ja, in dem Moment, du musst genau den Köder beobachten. Also du musst nicht auf die Wasseroberfläche gucken. Wenn du auf die Wasseroberfläche guckst, ist es zu spät, wenn es da oben dann quasi schon noddelt. Du musst ganz in dem Moment, wo der Fisch an den Köder rangeht, im ersten Moment, also dafür reicht wahrscheinlich die Reaktionszeit der meisten Leute nicht aus, also musst du das machen. Cool. Also, es hat geklappt, liebe Leute. Jetzt wissen wir endlich, wie man angelt und dass verschiedene Köder verschiedene Fische einem einbringen. Kleine Fische, wenn man die dann an den Haken hängt, wie der Diskusfisch. Damit kann man dann Piranhas angeln. Oh, wenn man weiß, wie. So, liebe Leute, dann verabschiede ich mich aus dieser Folge von euch. Wir machen in der Zukunft weiter. Ich weiß nicht, wann das Update kommt. Vielleicht ist es auch schon raus, bis diese Folge da ist. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall speichere ich an dieser Stelle und dann sehen wir uns wieder in der Zukunft, wenn, glaube ich, das Combat-Update kommt. Ich glaube, es ist das Combat-Update. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, in einem anderen Survival-Spiel. Tschüssi und Ade.